Wir hatten hier eine besondere Konstellation, dass Norbert Döbel Adanici schon kannte, von Hannover 96 in seiner Zeit, alle Auf und Abs mitgemacht hat, auch genau diesen Spieler kennt und auch den Typus kennt und auch weiß, wie er mit ihm umzugehen hat. Er war schon immer in unserem Fokus. Jetzt hat sich die Konstellation ergeben, nachdem der Vertrag jetzt in Nürnberg ausgelaufen war, nicht verlängert wurde, dass wir zuschlagen können. Und Norbert Döbel ist absolut überzeugt, dass er das Beste aus diesem Spieler herausholen kann. Norbert Döbel kenne ich aus meiner Zeit in Hannover. Er ist ein emotionaler Mensch, ist auch sehr kommunikativ. So habe ich ihn kennengelernt und ja, er weiß genau, was er will. Und für einen Spieler ist das natürlich sehr gut, mit ihm auch so zu arbeiten, weil man weiß genau, was er von dir verlangt und was nicht. Und er sagt dir, diese Linie will er durchziehen. Und ich glaube, das ist für einen Spieler sehr gut. Ich bin natürlich ein offensiver Spieler. Ich will natürlich mit offensiven Aktionen der Mannschaft helfen und ich werde in der Vorbereitung natürlich zuerst alles dafür geben, damit ich fit und ready für die Saison bin. Und ja, die Rolle dann wird von Tag zu Tag oder von Spiel zu Spiel oder von Woche zu Woche wird sich dann da zeigen. Und aber natürlich will ich eine wichtige Rolle übernehmen. Ja, ich sag mal, offensiv kann ich eigentlich überall spielen, aber meine Lieblingsposition oder da, wo ich mich am wohlsten fühle, ist rechts, links, Mittelfeld. Und ja, sonst habe ich auch hängende Spitze gespielt. Und, aber trotzdem, ich muss schon sagen, rechts oder links, Mittelfeld vor allem, liegt mir am meisten. Adanici ist ja ein großer Vorteil. Er hat zweimal in seinen Engagements in der Schweiz auch gezeigt, dass er das umsetzen kann. In Deutschland war es einmal aus krankheitsbedingten Gründen nicht so der Fall. Und das zweite Mal, vielleicht war auch die Zeit zu kurz, sich einzugewöhnen. In der Schweiz hat er es bewiesen, aber auch höchsten Niveau auch bewiesen, dass er sich durchsetzen kann. Und er besticht durch seine Flexibilität, weil Beidfüßigkeit, verschiedene Positionen, die er einsetzbar ist, das spricht einfach für einen Spieler. Ich habe jetzt in Vorbereitungsspielen gesehen, dass der Trainer auch 3-4-3 gespielt hat. Und das ist natürlich auch eine andere Umstellung. Und das ist natürlich eine andere Spielweise, als wenn du mit 4 Verteidigern spielst. Aber ja, das lasse ich jetzt auf mich zukommen und werden dann ja, die Mannschaft und den Trainer noch besser kennenlernen. Wir haben ja einen kleinen Rundgang gemacht und er hat gesagt, wie toll und wie eng das hier alles ist. Das hat er sich immer mal gewünscht, dass die Zuschauer so nah am Spielfeldrand sind. Und er wird dieses besondere Union-Feeling schon noch bekommen. Als Fußballgott wird er sicherlich demnächst begrüßt werden, wie alle Spieler hier. Die Historie des Vereins noch zu erklären, bedarf es eigentlich nur des Beispiels, dass man das Stadion 3 Seiten selber gebaut hat. 140.000 freiwilligen Stunden der Fans. Die Haupttribüne mitfinanziert. Es wird keine andere Stadionbenennung geben oder sonstige Dinge, sondern dieser Verein wird komplett von den Fans und Mitgliedern getragen. Und das ist auch ein ganz spezielles Verhältnis dann auch zu ihren Spielern. Es ist eben unüblich, dass hier Spieler auch ausgepfiffen werden. Alle stehen hinter dem Verein, nicht hinter den einzelnen Namen der Spieler, aber hinter dem Team. Und das ist sicherlich eine tolle Erfahrung für jeden Spieler, der hier war. Das hat auch jeder mitgenommen. Das Stadion macht schon Eindruck. Es ist alles eng beieinander. Ich denke, mit den Fans von Union Berlin, die auch sehr bekannt sind, ist das sicher eine super Atmosphäre hier. Man merkt, das ist sehr familiär. Die Fans fiebern hier sehr mit. Man merkt schon, dass die Fans hinter dem Club stehen. Und für einen Spieler gibt es nichts Besseres. Wir wollen uns definitiv verbessern. Und deswegen ist auch schon deutlich kommuniziert worden, dass wir Platz 1 bis Platz 6 belegen wollen. Siebter sind wir gewesen, da zeigt ja schon mal die Verbesserung. Und wir wollen einfach in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen dieses Jahr sein. Ich werde alles dafür geben, damit ich mit der Mannschaft erfolgreich sein kann. Ich habe gesehen, dass Union letzte Saison den 7. Rang erreicht hat. Und den müssen wir sicher mal bestätigen. Und ich als Spieler selber habe immer hohe Ziele und ich denke, jeder Spieler ja, will immer das Maximum erreichen und mindestens Siebter soll es schon werden. Ja.